Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 29. Oktober. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Monatsabschluss und haben nach dem gestrigen Fed-Event sicherlich einiges zu bewerten anhand der aktuellen Chartsituation. Wir hatten gestern US-Dollar Schweizer Franken im Fokus mit dem Sinn einer möglichen oder der Headline einer möglichen Parität einer Attacke auf die Marke 1,00. Letztlich nicht ganz, aber dennoch schon relativ fortschrittlich in dieser Entwicklung entwickelte sich hier eben der US-Dollar, der gestern Abend aufgrund der Fed-Sitzung eben hier Dynamik erfuhr. Man darf darüber streiten, wie jetzt hier letztlich die weiteren Aussichten sind. Es deutet sich natürlich hier eine Entscheidung, und das war sozusagen das Kernstatement, eine Entscheidung im Dezember an. Also hier neben Mario Draghi Anfang Dezember dann hier nochmal die Fed im Dezember hier mit einem möglichen Wink einer klareren Signalgebung, möglicherweise dann hier im November auch schon mit ersten Anzeichen, wie es denn dann konkret aussehen soll, das Ganze. Grundsätzlich, wie gesagt, die Zinsanhebung nicht vom Tisch, obgleich das hier für mich eigentlich eher eine Annahme ist, die noch weiter in der Zukunft liegt, da eben die US-Konjunkturdaten zuletzt nicht so stark ausfielen, wie eigentlich hier sozusagen vorausgesehen. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Fed eben hier weiterhin an ihrem Bias da festhält und ein Stück weit verklausulisiert doch wohl hier die Zinsanhebung am Horizont erblicken lässt. Das zumindest auch die Einschätzung der Marktteilnehmer, die hier gestern Abend, dazu gehen wir mal kurz in den Tageschart, den Euro gegenüber dem US-Dollar in die Knie zwangen. Dies war keine Überraschung. Sie sehen hier nach dem Bearish Engulfing der letzten Zeit, hier schon die Annahme eines Rücklaufs bis 1,1155, da stießen wir buchstäblich mit dieser Kerze hier vom EZB-Event nach unten durch. Technisch jedoch hätte ich mir hier, aber wir sind nicht im Wunschkonzert, dennoch hier einen leicht korrektiveren Rücklauf größeres Ausmaßes vorgestellt, nämlich hier mit einem Pullback an das Level von eben 1,1130, 1,1155. Hier wäre dann eine schöne Short-Chance gewesen, auch in potenziellem Verhältnis zu einem möglichen Stop-Loss. Den oder diese Chance gab es nicht. Sie sehen ja hier, der Euro war schon knapp unter der Marke von 1,11 fertig mit der Erholungsbewegung, also gestern mit dem Spike nach oben. Vor dem Fed-Event gingen wir ja schon Richtung 1,11. Dann aber, wie gesagt, zum Event ging es steil bergab und die technische Situation, das werden wir uns auch gleich nochmal auf dem großen Chartbild anschauen, hat sich natürlich dadurch jetzt sichtlich eingetrübt. Rein anhand des Tageschart ist jetzt hier nur noch ein Test des 1,0, des Unterstützungsniveaus, und auch das hatten wir unlängst schon im Radar angesprochen, von 1,082 zu erwarten. Hier eine Supportzone, die sich aus dem Frühjahr herleitet und zuletzt wirklich ja, tragfähig war, um hier jedes Mal die Verkäufe wieder zurückzuweisen und sozusagen eine Stabilisierung-Erholung zu initiieren. Das bleibt auf jeden Fall das nächste Ziellevel. Rein von der technischen Struktur her kann man jetzt annehmen, dass der Markt, müssen wir mal kurz hier ein kleines Update fahren. So, rein von der Struktur her ist es sicherlich so, jetzt will er wieder nicht, dass wir nunmehr im Sinne des Abwärtsimpuls die Bewegung so darstellen müssen. Und ja, aufgrund des gegenwärtigen Impulses scheint ein direkter Rücklauf möglich. Direkter Rücklauf eben hier an das Level von 1,082 würde mich nicht überraschen. Es gibt jetzt wenig Aussichten, die dagegen sprechen, dass das passiert. Dann wird es eben spannend, ob wir hier nach unten durchbrechen, und das ist mittelfristig zu erwarten. Also eine weitere Euro-Schwäche scheint wohl kaum zu vermeiden. Also sollte man sich hier mittelfristig auf jeden Fall weiter auf schwächere Kurse einstellen. Jede Erholung, auch größerer Natur, wäre jetzt hier sozusagen technisch eine Einladung, um auf Short aufzuspringen. Nächstes Ziel 1,082, denke ich, steht voraus. Wenn wir hier unterhalb von 1,10 bleiben, ist das genau das kritische Level. Mögliche Erholungen in diesem Bereich könnten dann auch sozusagen jetzt hier als kurzfristige Einstiegschance gesehen werden, um dann sozusagen an einem Abwärtsmove teilzunehmen, der hier sicherlich ja, kaum vermeidbar scheint. Hier bei 1,082 wird es dann spannend. Wenn die Käufe hier nicht nochmal zurückkommen, dann haben wir definitiv die Mehrjahrestiefs unterhalb von 1,05 auf der Agenda und der Euro sozusagen weiter im Abwärtsstrudel. Wir sehen uns nochmal die Situation auf dem Wochenchart an mit der heutigen Schwäche, Schrägstrich mit der Schwäche der laufenden Woche. Ist natürlich hier viel Porzellan zerschlagen. Wir haben die Range der letzten Wochen nach unten verlassen. Widerstand hier oben bestätigt bei 1,14, 1,1455. Und ja, diese Kreiszone war hier sozusagen die Entscheidungszone. Und wenn wir jetzt hier per Wochen-Monatsschlusspreis, welchen wir ja nun auch haben, unterhalb von 1,10 aus dem Handel gehen, ja, dann sieht es so aus, die 1,082 hier und dann, wie gesagt, hier Niveaus unterhalb von 1,05 wohl kaum zu vermeiden. Also das technische Bild ist hier
auch auf dem großen Zeithorizont weiter negativ. Wie gesagt, hier die Widerstandszone mehr als deutlich. Und wenn da kein Drüberkommen ist, dann bleibt Euro-US-Dollar auch unter Big-Picture-Gesichtspunkten unverändert ein ganz, ganz klarer Short-Kandidat. Neue Mehrjahrestiefs sind hier sicherlich auch nicht zu bestreiten. Wir sehen hier diesen übergeordneten Abwärtstrendkanal, der denn, wenn er denn hier weiter intakt bleibt und davon ist auszugehen, hier eine weitere Abwertung in Richtung neuer Mehrjahrestiefs zulässt und dann wäre hier praktisch entgegen dem, was wir beim US-Dollar und Schweizer Franken hatten, sicherlich hier eine Korrektur bis zur Parität auch anzunehmen. Daran könnte nur etwas verändert werden, wenn Euro-US-Dollar hier eben diesen Widerstand nach oben aufbricht, aber danach sieht es, wie gesagt, aktuell nicht aus. Kurz zum Intraday-Bereich. Wir haben hier im Stundenchart eine Unterstützung erreicht seit den Mehrjahrestiefs vom März. Da sind wir jetzt mehr oder weniger gerade angekommen. Wir sind von der Range her bislang 43 Pips gelaufen. Euro versucht sich zu stabilisieren. Allerdings ist das hier im Stundenchart, ja, vorsichtig ausgedrückt, als Bear Flag zu interpretieren. Und ergo wäre hier mit einem Verlassen dieser bärischen Flagge ein weiterer Rückgang sicherlich zu erwarten. Die Wochentage sprechen eine klare Sprache. Wir sind übergeordnet im Abwärtstrend. Das ändert nichts, dass wir hier in der Regel jeden Schlusspreis im Minus beenden. Also der Bias bleibt hier ganz klar negativ. Und wenn wir die bärische Flagge hier noch ein Stück weit nach oben auflösen, könnte sich eben hier mit neuen Stundentiefs der nächste Abwärtsimpuls eröffnen. Die Saisonalität, die weist in ein ganz klar anderes Bild. Das wissen Sie. Die zeigt jetzt hier nach oben. Das passt aktuell mit dem technischen Bild nicht zusammen. Da müsste es schon wirklich eine große Überraschung geben, dass hier Euro-US-Dollar tatsächlich die Saisonalität sozusagen abpaust. Wie gesagt, die Chancen stehen sehr gering. Also sollte man sich hier dieses Jahr wohl zum Jahresabschluss mehr auf eine, ja, Aktienmarktrallye und hier Schwäche des Euros einstellen, da dies hier zurzeit eben negativ korreliert. Letztlich ganz interessant. Euro ist dann auf jeden Fall jetzt schon viel klarer im Short-Modus, als das eben hier noch im Vorfeld der Fall war. Wir haben jetzt die Wochenrange verlassen. Das Bearish Engulfing der jüngsten Zeit hat sich hier mehr als bestätigt und insofern ist hier jetzt der weitere Zug nach unten im Prinzip zu favorisieren. Erholung bleiben korrektiv verkaufenswert und das werden wir auch hier im Devisenradar sicherlich weiter analysieren. Auch für den Fall, dass es einen Trendwechsel gibt. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal noch einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, natürlich hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.